Stich wie eine Biene. Faustina kehrte mit Philippa ins Hotel zurück. Sie kümmerte sich nicht um den Tumult, den ihr Auftauchen im Wasser unter dem Gondelerie, dem berühmten venezianischen Bootsführern, ausgelöst hatte, die sie bereits La Sirena Americana nannten, was so viel heißt wie die amerikanische Nixe. Wichtig war nur, dass sie wieder in ihrer eigenen Haut steckte und dass sich alles ganz wunderbar anfühlte. Selbst das Bad in Canal Grande hatte ihr gut getan, da es den Schmerz der 5 Bienenstiche in ihrem Hintern gelindert hatte. Noch besser jedoch war die Erkenntnis, dass ihre Gin-Kraft zurückgekehrt war. Sie musste nur die heiße Sonne Venedigs im Gesicht spüren, um das zu wissen. Sie steuerten gerade auf den Fahrstuhl zu, als Faustina eine vertraute Stimme hörte. »Faustina?« »Mom?« Jenny Sexworker nahm die Tochter in den Arm, die sie seit 12 Jahren nicht mehr gesehen hatte, und kämpfte mit den Tränen, damit sie nicht schon wieder nasse Haare bekam. »Was machst du denn hier, Mom?« »Glaubst du, ich könnte bei der eigenen Tochter fernbleiben?« »Ich war so wütend auf dich«, sagte Faustina. »Es tut mir leid.« »Ich weiß«, sagte Jenny Sexworker. »Mir geht es ebenso.« »Es war nicht deine Schuld, was mit T-Bug passiert ist. Das weiß ich jetzt. Es war wirklich nicht deine Schuld. Es tut mir leid, dass ich dir das vorgeworfen habe und was ich mit dem britischen Premierminister gemacht habe. Lass uns später darüber reden.« »Aber woher wusstest du, dass ich hier bin?«, fragte Faustina. »Von Nimrod natürlich«, erklärte Dr. Sexstroker. »Sobald er gehört hatte, dass dein Geist gefunden war, hat er mich angerufen. Anfangs wollte ich nur kommen, wenn das auch funktioniert. Ich meine, dass du wieder in deinen Körper zurück kannst. Aber dann wurde mir klar, dass ich auf jeden Fall kommen musste, egal was passiert. Um ein Haar hätte es wirklich nicht geklappt«, sagte Faustina und lachte. »Als ich in meinem Körper zurückkam, hatte ich eine Art Kolbenfresser. Ich konnte keinen Muskel mehr rühren. Ich konnte zwar alles hören und sehen, was um mich herum vorging, aber ich war völlig gelähmt. Ohne die Hilfe einiger Bienen wäre ich vielleicht immer noch in diesem Zustand.« »Bienen?« Im Fahrstuhl erzählten Faustina und Philippa von Signor Medici und seiner Bienentherapie. »Ich hätte nie gedacht, dass ich mich einmal darüber freuen würde, dass meine Tochter von einer Biene gestochen wird«, sagte Mrs. Sexstroker. »Geht mir genauso«, meinte Faustina. Sie fanden Nimrod in seiner Zimmerflucht, wo er Champagner trank, um die Wiederherstellung von Faustinas Gin-Gesundheit zu feiern. Gornan trank eine Tasse Tee und las seine Zeitung. Und John, Finley, sahen fern. Die beiden Jungen begrüßten Faustina recht verhalten, weil jeder dem anderen vormachen wollte, dass er nicht sonderlich viel für sie empfand. Das schlug natürlich hoffnungslos fehl, weil man unmöglich etwas voneinander verbergen kann, wenn man zu zweit im selben Körper steckt. Und das wusste selbstverständlich auch Faustina. Nimrod stand auf und umarmte Jenny Sexstroker herzlich. »Sieht aus, als hättest du wieder eine Tochter«, sagte er. »Wunderbar, nicht wahr?«, entgegnete Mrs. Sexstroker. »Ich dachte, du holst dir eine blutige Nase, als du von dieser Balustrade gesprungen bist, Mädchen«, sagte Cronin. »Das müssen gut und gern 10 Meter gewesen sein bis in den Kanal. Und das Wasser ist natürlich die reinste Kloake. Du weißt, dass sämtliche Toiletten in der Stadt in den Kanal fließen? Deshalb riecht es ja auch so. An deiner Stelle, Miss, würde ich mir sofort den Magen auspumpen lassen. Für den Fall, dass du dir irgendeinen Bacillus eingefangen hast. Wobei ich sagen muss, dass es ein Glück war, dass du an dieser Seite runtergesprungen und im Wasser gelandet bist. Auf der anderen Seite wärst du auf die Straße geflogen. Und das alles nur wegen ein paar Bienenstichen. So etwas habe ich noch nie erlebt.« »Es ist nichts passiert«, sagte Nimrod. »Das ist die Hauptsache.« »Es tut mir aufrichtig leid wegen Mr. Rakshasas«, sagte Jenny Sexstroker zu Nimrod. »Gibt es denn gar keine Hoffnung?« »Ich fürchte, das lässt sich nicht feststellen, ehe wir mehr über das Wesen in Erfahrung gebracht haben, das ihn in der Geisterwelt absorbiert hat«, sagte Nimrod. »Heißt das, du fliegst nach New York zurück?« »Nein«, sagte Nimrod. »Ich denke, wir werden noch eine Weile in Venedig bleiben, um weitere Nachforschungen anzustellen.« »Super«, sagte Finley. »Ich mag Venedig, die Stadt ist cool.« »Ach, wirklich?«, murmelte Gronin. Er verzog abfällig das Gesicht, holte ein kleines Fläschchen aus seiner Jackentasche und tupfte sich noch etwas Aftershave hinter die Ohren. »Und was ist mit dir, Faustina?«, fragte Finley. »Bleibst du noch ein bisschen hier bei uns in Venedig?« »Ich fürchte, nein«, sagte Faustina. »Ich habe andere Pläne, wie ihr wisst.« »Ach ja«, sagte Finley. »Babylon, das hatte ich ganz vergessen.« »Warum kommst du mich nicht besuchen, wenn ich der blaue Djinn bin?«, fragte sie. »In meiner Residenz in Berlin?« »Wer, ich?«, sagte Finley. »Ihr beide.« »Ist das denn erlaubt?«, fragte John.
Ich dachte, die Jungs dürfen den blauen Dschinn nicht besuchen. Das gilt nur für Babylon, John, sagte Faustina. Außerdem gedenke ich, einiges zu ändern, wenn ich das Oberhaupt der Djinn bin. Agesha hat so regiert, dass fast niemand mehr weiß, wie es vor ihr war. Ein Großteil von dem, was wir über das Leben des blauen Djinn wissen, stammt von ihr. Das kann sich ändern. Jenseits von Gut und Böse zu leben, ist das eine, aber so zu sein, ist etwas ganz anderes. Ich habe zu diesem Thema gründlich geforscht. Aber ich war in ihrer Votum, sagte Philippa. Eine Zeit lang habe ich sogar geglaubt, ich würde selbst der blaue Djinn werden. Ich weiß genau, wie sich der Ort auf mich ausgewirkt hat. Ich habe John kaum wiedererkannt, als er kam, um mich zu retten. Das stimmt, bestätigte John. Sie war total fies. Ich habe einen Weg gefunden, um davon nicht beeinflusst zu werden. Das hört sich interessant an, sagte Nimrod und wechselte einen Blick mit Jenny Sexbroker. Ihr müsst wissen, dass ich viel gelernt habe in den 12 Jahren, die ich außerhalb meines Körpers war. Ehe ich nach Benjamin's Island ging, habe ich 2 Jahre damit verbracht, die Regeln von Bagdad zu studieren. Nicht das Kompendium, das Mr. Akshassos verfasst hat, sondern das Gesamtwerk. Alle 200 Bände. Hätte Ayesha sie je gelesen, dann hätte sie festgestellt, dass dort zwar viel darüber steht, dass ein weiblicher Djinn 30 Tage in ihrer Votum verbringen muss, um körperlich der blaue Djinn von Babylon zu werden, aber es steht nirgendwo geschrieben, dass auch ihr Geist dort weilen muss. Es ist so offensichtlich, dass ich mich frage, warum nicht schon früher jemand darauf gekommen ist. Du willst damit andeuten, dass dein Geist sich irgendwo anders aufhalten könnte? Fragte Nimrod. Dass meine Mutter der blaue Djinn hätte werden und trotzdem ihre Gefühle für mich und meine Schwester Layla hätte bewahren können? Das will ich nicht nur andeuten, sagte Faustina. Ich halte das für eine Tatsache. Sobald ich dort ankomme, werde ich meinen Körper dort lassen und mich mit meinem Geist 30 Tage lang woanders hinbegeben. Vielleicht verziehe ich mich auf den Olymp. Ich habe gehört, dass es sich als Geist dort gut aushalten lässt. Du meinst also, dass obwohl dein Körper sich verändern mag, sagte Nimrod, dein Geist unverändert bleiben kann? Stimmt genau. Ich kann der blaue Djinn werden, ohne mich allzu sehr zu verändern. Ist das nicht wunderbar? Aber was ist mit deiner Fähigkeit, unparteiisch über Gut und Böse zu richten? Hakte Nimrod nach. In England schaffen die Richter das doch auch ganz gut, sagte Faustina. Sie können in der Anwendung der Gesetze wirken, als seien sie keine Menschen, ohne tatsächliche Unmenschen zu sein. Das machen sie schon seit Jahrhunderten so. Du musst also auf nichts verzichten, sagte Nimrod. Nein, ist das nicht wunderbar? Faustina lächelte erst Philippa und dann Finley, John, an. Und es bedeutet, dass ihr zu mir nach Berlin kommen und bei mir bleiben könnt. Super, erwiderten die drei. Nun, ich muss schon sagen, das ist die beste Neuigkeit des Tages, sagte Nimrod. Er sah Mrs. Sexstalker an. Hattest du eine Ahnung davon, Jenny? Nein, das höre ich zum ersten Mal. Dr. Sexstalker schüttelte den Kopf. Wenn nur jemand schon früher darauf gekommen wäre. Vielleicht hätte das dir und Layla den Verlust eurer Mutter ersparen können. Ja, sagte Nimrod leise. Apropos, sagte Faustina. Ich sollte mich lieber sofort auf den Weg machen, wenn ich Layla noch davon abhalten will, an meiner Stelle der blaue Djinn zu werden. Es ist wirklich zu schade, dass Debug nicht hier ist. Ich hätte ihn gern wieder gesehen, bevor ich abreise. Du kannst ihn jetzt sehen, sagte John und zeigte mit Finleys Hand zum Fernseher. Dort ist er. Alle bewegten sich langsam zum Fernseher hinüber und sahen zu, wie Jonathan in einem fantastischen Schwarz-Diamanten-Kostüm eine spektakuläre Zaubernummer vorführte, bei der er in der Hand eines Mädchens eine Maus verschwinden ließ. Das Studiopublikum applaudierte wie von Sinnen. Nur, dass er sich dieser Tage nicht mehr Debug nennt, sagte John. Er heißt jetzt Jonathan Tarot und er ist ein Superstar. Man kann kaum noch eine Zeitschrift oder eine Zeitung aufschlagen, ohne sein Gesicht zu begegnen. Der größte Kinderstar seit Shirley Temple, sagte Cronin und zeigte Faustina in seiner Zeitung ein Bild von Debug. Da steht es. Wer ist Shirley Temple? Murmelte Finley. Nur die jüngste Person, die jemals einen Academy Award gewonnen hat, sagte Cronin. Und wahrscheinlich mit Abstand der berühmteste und beliebteste Kinderstar aller Zeiten. Nimrod schüttelte betrübt den Kopf. Debug, Debug, sagte er seufzend. Ich habe versucht, es ihm auszureden, sagte Jenny Sexbroker. Aber er wollte nicht hören. Ich habe sogar versucht, ihn mit einer Fessel zu belegen, aber er ist inzwischen so stark, dass ich ihn nicht länger kontrollieren kann, Nimrod. Debugs Kraft war schon immer groß, sagte Nimrod. Größer als sein Urteilsvermögen. Was hast du denn erwartet? Sagte Dr. Sexbroker. Denk nur daran, wer sein Vater ist. Sie lächelte Faustina entschuldigend an.
Er lässt es wirklich aussehen wie eine Illusion, sagte John. Versteht ihr, was ich meine? Als ob es bloß ein Trick wäre. Ein guter Trick, aber trotzdem nicht echt. Wenn die Leute je auf den Gedanken kämen, dass es echt sein könnte, sagte Philippa, würden sie vermutlich die ganze Welt in Frage stellen. Kluge Worte, Philippa, sagte Nimrod. Das ist die wahre Gefahr bei dem, was Tibak tut, dass er irgendwann zu weit geht und sie herausfinden, dass es überhaupt keine Illusion ist. Währenddessen schwenkte die Kamera ins Publikum, welches gerade einem Zauberkunststück applaudierte, das jeden außer einen Djinn verblüfft hätte. Mitten im Publikum saß ein hellhaariger Mann mit Kinnbart und einer merkwürdig aussehenden weißen Jacke. Es war Adam Apollonius. Er scheint nicht zu begreifen, wie gefährlich dieser verschwenderische Umgang mit seiner Djinnkraft ist, sagte Nimrod. Sie pausenlos für solche billigen Zaubertricks anzuwenden, wird ernsthafte Konsequenzen haben. Glaubst du, das hätte ich ihm nicht gesagt? Sagte Dr. Sextoker. Er meint, es sei ihm egal. Es sei sein Leben, er könne damit machen, was er wolle. Sie seufzte. Was soll eine Mutter da tun? Ich weiß es nicht. Und mit seinem Vater kann ich ihm auch nicht mehr drohen. Vor allem seitdem er weiß, dass er nicht sein richtiger Vater ist. Er scheint kein Pfifferling mehr darauf zu geben, was ich sage. Und das nach allem, was ich für ihn getan habe. Hm, schärfer als einer Schlange Biss, sagte Gronner mit lauten Schnauben. Es ist, ein undankbares Kind zu haben. Das ist von Shakespeare und er kannte sich mit undankbaren Kindern aus, kann ich euch sagen. Hat er selbst genug davon. Alle Außergeborenen starrten weiter schweigend auf den Fernseher. Hey, sagte Faustina plötzlich. Das ist der Mann aus der Höhle mit der Pyramide und dem silbernen See. Der, den ich gehört habe, als er das Wort Donksy benutzte. Sie zeigte mit dem Finger auf das Fernsehpublikum. Der da. Faustina zeigte auf den Mann, der neben Adam Apollonius saß. Fast im gleichen Moment schwenkte die Kamera zurück auf den lächelnden Debug und nur Philippa war schnell genug, um den verschlossen wirkenden jungen Mann, auf den Faustina gedeutet hatte, zu erkennen und zu begreifen, dass auch sie ihn schon einmal gesehen hatte. Letzte Weihnachten, auf dem Djinn-Versog-Tuanular-Turnier in New York. Was sie am nachhaltigsten in Erinnerung hatte, waren seine üblen Flüche, nachdem sie ihn in der ersten Runde geschlagen hatte. Bei dem Gedanken an die vielen hässlichen Beleidigungen, die er ihr auf dem Weg aus dem Hotel Algonquin an den Kopf geworfen hatte, bekam sie wieder heiße Ohren. Adam Apollonius saß direkt neben Lord Yatir, einem der Söhne von Iblis, Demifrid und Halbbruder von Dibak. Doch nicht nur das. Mit einem Auge glaubte Philippa gesehen zu haben, dass Tyr vor einem weiteren ebenso unangenehmen Ifrit gesessen hatte. Palis, dem Fußlecker. Das alles erzählte sie Nimrod und Dr. Sexstroker. Jetzt mache ich mir wirklich Sorgen, gestand Mrs. Sexstroker. Beruhige dich, meine Liebe, sagte Nimrod. Vielleicht ist alles längst nicht so schlimm, wie es aussieht. Nimrod hat recht, Dr. Sexstroker, warf Ronan ein. Es hat keinen Zweck, sich über etwas graue Haare wachsen zu lassen, das sich vielleicht als völlig harmlos entpuppt. Es wäre immerhin möglich, dass diese Schurken aus purem Zufall dort waren. Auf der anderen Seite ist es natürlich auch denkbar, dass hinter ihrer Anwesenheit im Publikum ein böser Plan steckt und dass Dibak in größter, ja tödlicher Gefahr schwebt. Aber darüber sollten Sie sich erst Gedanken machen, wenn es soweit ist. Ich habe entdeckt... Au! Mit hochrotem Kopf sprang Gronan aus dem Sessel auf, ließ die Zeitung fallen und rannte mit schmerzverzerrtem Gesicht ins Badezimmer, wo er die Tür hinter sich zuwarf. »Das tut gut, muss ich sagen«, sagte Dr. Sexstroker. »Was hat er entdeckt?«, wollte John wissen. »Ich glaube, er hat gerade Signor Medicis entflohene Biene wiedergefunden«, sagte Philippa und versuchte nicht zu lachen.